Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wenn es einen Preis dafür gäbe, wer im öffentlichen Verkehr das größte Chaos anrichtet und dabei das meiste Geld vergeudet, dann würde ihn die Bundesregierung jetzt gewinnen. Denn mit dem 9-Euro-Ticket wird in den nächsten 3 Monaten eine große Party entfacht, auf die ein heftiger Kater folgen wird. Kopfschmerzen werden nicht nur die Berufspendler haben, die wegen überfüllter Züge zu spät zur Arbeit kommen. Touristisch attraktive Ziele erwarten einen schwer verdaulichen Massenansturm. Der Regierung sage ich, ihre Partydroge ist zu hoch dosiert. Wenn jedermann einen Monat lang für 9 Euro per Regionalzug mit ein paar Mal umsteigen durch ganz Deutschland fahren kann, ist das fast wie kostenlos oder zum Vergleich wie ein Spritpreis von 9 Cent pro Liter statt 2 Euro pro Liter. Dass Sie damit unerwünschte Nebenwirkungen bekommen, ist sonnenklar. Sie in der Regierung verderben außerdem noch selbst die Werbung für den Nahverkehr, die Sie mit Ihrem 2,5-Milliarden-Euro-Vorhaben machen wollen. Erstens halten Sie anders als fast alle Nachbarländer Deutschlands an der Maskenpflicht fest, die viele Fahrgäste vertrieben hat und bei 25 Grad im Schatten besonders unsinnig ist. Zweitens jagt Ihre falsche Energiepolitik die Preise nach oben und die Sanktionen, die uns selbst zuallererst schaden, verstärken das noch. Nach den Partymonaten werden deshalb auch im Nahverkehr die Preise kräftig steigen. Drittens kannibalisiert das 9-Euro-Ticket den Fernverkehr in Bus und Bahn. Die Vertreterin der Busbranche hat auf der Expertenanhörung am Montag das mit deutlichen Worten gesagt und davor gewarnt. Am Ende der Party sind möglicherweise viele Busunternehmen pleite. Wenn jetzt einzelne Länder ausscheren, wie es die Unionsfraktion mit ihrem Antrag ermöglichen möchte, oder das 9-Euro-Ticket morgen im Bundesrat scheitert, dann haben wir den Kater sogar schon vor der Party. Deshalb appelliere ich an Sie, meine Damen und Herren, stimmen Sie dem Antrag der AfD-Fraktion zu und sagen Sie die verunglückte Party ab. Wir gönnen jedem eine finanzielle Entlastung. Aber diese muss auf anderen Wegen erfolgen. Ich verweise auf die AfD-Fraktionsanträge zur Reduzierung der extrem hohen Energiepreise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.